Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Feed the Beast Insanity. So, weiter geht's. So. Die letzte Folge war etwas kürzer. Ist jetzt etwas. Also genauso lang. Also 15 Minuten. Wird diese Folge sein. Warum verliere ich denn so schnell Hunger? Ach, deswegen könnte es ruckeln. Ja, das ist halt der Nachteil an so einer Monsterfalle. Level 14. Jetzt ist er auch weg. Warum erhungere ich denn so lang? Ich muss mal jetzt demnächst mal nur Fleisch. Ach, Fleisch habe ich ja noch gar nicht gelernt. Ja, toll, toll, toll. Auf jeden Fall, die können wir auch demnächst mal abschließen. Die Maschinen. Und wo kommen denn die bitte? Ach, ja, das war jetzt eigentlich nicht so gedacht, aber Dankeschön, liebe Schafe. Ihr habt es mir jetzt übrigens jetzt gemacht, dass ich mir jetzt langsam ein Bett bauen kann. Ich hatte schon ein Bett. Ja. Egal. Okay. Ne, stopp, da brauche ich dann nochmal eins. Bretter. Und Wolle? Ach du Schein, der habe ich schon lange. Ach so, ja. So. Ein Bett und mitten in den Raum platziert und aufstehen, guten Morgen. Und hat's irgendwas über Nacht gearbeitet? Nö. Er hat so schön, um wahr zu sein. So, 13 Stunden spielen wir auf jeden Fall schon. Ist ja schon mal eine Menge Zeit. Ja. So. Ja, praktisch übrigens meditieren. Über 100. Und Eisen und Gold und Diamanten macht sie auch schnell. Wie viel? 8100. Auf jeden Fall.
würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal 2 Diamanten hole. Und 4 Gold. Und hoffe, dass ich noch was im Kleinsten habe. Ja, reicht für einen Diamanten. So, Diamant. Und dann der Förster. Diamanten und Gold. 4 Gold. 4 Glas. So. Deswegen werde ich jetzt als erstes mal 8. So, und das nächste Rezept. Okay, gut, dann geht's weiter. Können wir auch craften. Das heißt, ich brauche eine. Das habe ich ja. Und vier Gold. 1, 2 und 2. Das. 4 Gold. Bekomme ich doch bestimmt noch 2 Gold. 1. So. So. 13 Stück sollte erreichen. So. So in die Ecke. Stopp. In die Ecken. Glas. In die Ecken. Gold. Achso. Ecken Gold mit Sturdy Machine und außenrum Glas. So. Weiter geht's. Dann Mitte Glas und Diamanten. Und fertig ist der Forester. Und schon haben wir einen Forester im System. Ja. Als nächstes brauchen wir einen Mushroom Picker. Mushroom Picker. Ein Locker. Okay. Lassen wir uns doch mal noch so einen raus.
Gut, dann machen wir was anderes in der Zeit. Was bauen wir denn so lang? Wir schauen mal, ob wir Schafe oder etwas oben haben. Nichts. Da ist aber noch ein Block drin. Ja, tolle Erfolge übrigens. So, jetzt geht es erstmal nach unten und dann sind wir mal weiter. Also das zieht sich jetzt ganz schön hin. Also ich überlege vielleicht nur ein paar MK2 zu machen, bevor ich Missionen weitermache. Aber ja, schauen wir erstmal. Glowstone 100. Ja, über 2 Stacks Glowstone. Lassen wir jetzt noch mal so ein bisschen laufen. Ja. Schauen wir mal. 1 Stück Eisen. 2 Gold. 1 Diamant fast wieder. So. Also, ja, ich hoffe, euch gefällt auch meine neue Videobeschreibung. Also, und diese findet ihr jetzt besser als die alte. Weil die alte war nicht so unbedingt das Beste vom Besten. Ja. Auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge weiter mit unserem Logistiksystem und mit den Aufgaben. Ja. Und was gibt es denn noch so ein bisschen zu sagen? Auf jeden Fall, unser Logistiksystem breitet sich aus. Wir haben schon wieder neue Sachen. Und immer wieder so. Als nächstes werden wir auch mal Refined Iron demnächst machen lassen. Weil das wird auch demnächst mal etwas mehr ins Spiel kommen. Also demnächst werden auch Industrial Craft ins Spiel kommen. Ja, so. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen für diesen Part und hoffe, dass euch auch Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, ihr schaut auch die anderen Parts an. Und danke fürs Zuschauen.